Gwendolyn Shepard ist nicht darauf vorbereitet, Zeitreisen zu können, weil es hätte eigentlich ihre Cousine können sollen, die kann es aber nicht und ist jetzt pisst. Deshalb ist Gwendolyn auch nicht darauf vorbereitet, dass sie jetzt mit Gideon, den sie nicht mal leiden kann, das Blut von allen Zeitreisenden für die Loge des Grafen sammeln muss, damit der Grafen seinen Chronographen vollkriegt, weil den alten Chronographen, der fast voll war, haben Lucy und Paul gestohlen. Dann ist sie sich gar nicht mehr so mega sicher, ob die Loge wirklich so gut und Lucy und Paul wirklich so böse sind, probiert das Rätsel zu lösen mit ihrem Opa in der Vergangenheit und dann ist Gideon die ganze Zeit komisch zu ihr und sagt ihr dann, dass er sie liebt, aber der Graf, den sie regelmäßig im 18. Jahrhundert besuchen und nett zu ihm sein muss, erklärte, dass Gideon das nur sagt, damit sie sich in ihn verliebt und Gideon sagt, ja, das stimmt. Und sie ist heartbroken. Und dann findet sie Lucy und Paul, die beiden sind ihre Eltern. Gwendolyn ist unsterblich und der Graf will auch unsterblich werden, weil er den Stein der Weisen erschaffen will mit dem ganzen Blut, das er daran hat. Das hat er auch in der Vergangenheit schon geschafft, aber Gwendolyn muss noch sterben wegen einer Prophezeiung und Gideon liebt sie wirklich und deshalb will der Graf Gideon erschießen, damit sie sich selbst tötet, weil nur so kann sie sterben. Aber Gideon ist dann auch unsterblich und dann wird der Graf verhaftet und die beiden sind glücklich.